herzliches Willkommen zurück zu Wise, Son of Rome. Immer noch während dieser Hitzewelle. Deswegen immer noch oben ohne. Und wir machen jetzt eine weitere kleine Aufnahmesession mit, ich denke, glaube mit so vier, höchstens fünf Teilen. Und ja, wie wir sehen, haben schon 64% abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das darunter mitzählt, wie viel wir gefunden haben von den Sammelobjekten oder ob das nur die Story ist. Na, auf jeden Fall haben wir schon über die Hälfte, aber es war sehr actionreich bis jetzt. Schauen wir mal, wie das jetzt noch weiterführend wird. Bin echt mal gespannt. Wir fangen jetzt einfach an und machen die Kampagne weiter. Schauen wir mal, was jetzt auch passiert. Wir waren ja aus der Flucht aus York mittendrin. Die Videos sind cool gemacht. Da muss ich bestimmt hin. Wir sollten uns ja vorm Gerichtsgebäude treffen mit unseren Kommandanten. Das erstmal laden dauert echt lange. Ich bin übrigens von Lyra Gameplays als Hobby. Und warte. Mit euch zusammen, bis das Spiel endlich wieder losgeht. Ah, Video bleibt stehen, also geht's weiter. Bringen die Zivilisten Sicherheit, unterstütze den Khan entlang des Flusses. Genau. Oh, Brot. Genau, hier sind wir stehen geblieben. Hier sind wir eigentlich nicht stehen geblieben. Oder ist jetzt einfach nur die Tür hinter uns zu? Tod. So viel Blut. Schön Spieß hinten im Rücken. Ah, guck mal, hier kannst du sogar Menschen kaufen bei dem Fleischmarkt. Kann man da hinten, ne? Nee. Okay, hier gibt es glaube ich nichts zum Sammeln. Ein Speicherpunkt. Aber an sich gibt es hier wohl nichts zum Sammeln. Italien ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Ja, ich glaube, da sind wir ja gerade auf dem Weg hin. Wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Ach, da oben. Okay. Ah. Na, da wollen wir mal. Los, Männer! Zeigt ihnen die Stärke unserer Schilde und die Schärfe unserer Klingen. Du meinst unsere Pilums? Halt! Und los geht's. Oh. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Schilde. Ganz ab. Ups, scheiße, da waren. Okay. Pilums, los geht's. Okay, das war's wohl. Finde einen Weg zum Gerichtsgebäude. Seid alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück. Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, Herr! Ja, Herr. Kommen wir mal einmal nach oben. Okay, hier können wir auch lang. Hier geht's runter. Da müssen wir sogar hin, sehe ich gerade durch das Symbol da rechts an der Seite.
Ansonsten gibt es hier aber wohl nichts zu sammeln, zu holen. Wobei, hier kann ich auch runter. Hm, das dürfte stinken hier, das kenne ich. Um lila zu färben, hat man früher Pisse benutzt. Pipi, wie auch immer. Urin. Das könnte echt gut stinken. So, hier müsste es doch bestimmt was zum Einsammeln geben. Ja, hier, ja. Neue Schriftrolle. So, das war's hier. Okay. Habe ich mich wohl doch getäuscht. Hier ging es dann wohl doch nicht weiter. Kann ich über das Blau? Nee. Okay, dann gibt es ja nur einen Weg. Und zwar hier. Wir müssen natürlich immer ein bisschen rumgucken. Oh, hier haben wir zum Beispiel Pilons. Ich nehme an, sonst gibt es hier wohl nichts. Dann gehen wir hier jetzt wo hoch. Da müssen wir lang. Wir gehen aber hier rum. Wie immer. Uns kann man einfach nicht sagen, wo man lang muss. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ein Speicherpunkt. Neue Chronik gefunden. Oh. Überall gerade irgendetwas finden. Neue Sehenswürdigkeit. Da ist eine Treppe, okay. Eine Leiter. Ah, scheiße, und ich habe schon wieder vergessen auf bei meiner Stoppuhr. Ich denke mal, wir spielen jetzt erstmal so 5 Minuten. Also machen wir noch so 15. Ein Speiserpunkt. Das ist Gerichtsgebäude. Ich wusste, dass wir hier lang müssen. Ups. Zieh dich zum Gerichtsgebäude zurück. Eher vor, oder? Hinter uns liegt das nicht. Na denn. Okay. Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Doch. Natürlich komme ich hier vorbei. Ich möchte gern. Starken Leute. Das ist so krass. Ist ja gut hier. Bringt die ganze Zeit mein Schild in die Fresse. Aber es klappt wunderbar. Oh, überall mache ich dieselbe Hinrichtung, ey.
Ja, das hätte jetzt schon in die Wand gehen müssen, mein Gladius. Das liegt wohl daran, weil hier ständig was zum Anlegen ist. Scharfrichter plus 4500 oder was, okay. So, haben wir die kleine Gruppe gemeistert. Okay, wie es aussieht, müssen wir das Gerichtsgebäude irgendwie schützen, statt auch abzuhauen. Wie nett, dass hier alles so in Reihen Glied für mich steht. Wir schauen trotzdem erstmal links und rechts herum. Bisschen Salat? Okay, hier gibt's nichts. Komm her, mein Freund. Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Art Antwort. Ja, dann lauf doch los. Ich soll dir folgen. Nicht du mir. Eieiei. Ach. Noch langsamer würde ich nicht vorangehen. Ah, jetzt kann ich nochmal laufen. Okay. Okay, gibt's weiter nichts. Hier haben wir Pilos. Aber ich glaube, ich habe... Doch, ich konnte es einsammeln. Zumindest eins. York ist verloren. Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Oh, das Kommodos ist ja und schön. Seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Sie waren als Erster am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Das ist ja geil. Das brauche ich mal in der nächsten Wohnung auch. Das ist echt klasse. Ja, und das war ja klar, dass unser Sohn des Kaisers natürlich so ein Arschloch ist. Wie gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch gegen den Kaiser angehen würden. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut, wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. York sieht ein bisschen mitgenommen aus, ja. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Auf jeden Fall. Ein Scorpio hier drin? Nichts zum Sammeln? Bei so vielen Wegen, wo man, ich sag jetzt mal, einfach durchlaufen könnte, vorbeilaufen könnte, ohne es zu merken. Interessant. Bella suscipienda sunt ob eam. Causam ucine, ach keine Ahnung. Kann ich nicht verstehen. Übernimm das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. Da ich auch mal was Einfaches übernehmen. Ah. Auf der anderen Seite ist nichts. Alles klar. Dann wollen wir mal das Kommando übernehmen. Los geht's. Ihr da. Zurückziehen. Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da! Zieht mich zum linken Ufer zurück! Zieht mir da! Los! Abfeuern!
Ich will hier runter. Ah ja, okay. Das Gerichtsgebäude ist unser Mist. Okay, entkommen zum Schiff. Zu den Booten, Männer. Los! Hier geht nirgendwo hin. Feiglinge! Warum bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder allein hier? Wo kommen die denn jetzt eigentlich schon wieder her? Ups. Wollte gerade sagen, mein Schild hätte auch sehr viel aus, nehme ich mal an. Geh, Marius! Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist! Nein! Ihr müsst gehen! Ihr müsst leben! Der Senat wird euch anhören! Ihr seid der Kommandant, Sie müssen! Nun geht! Uiuiui. Bring die römischen Truppen in Sicherheit. Halte die Barbarenhorde auf. Ah, scheiße. Nimm mal die verkehrten Knöpfe. Alter! Warum kann ich ihn nicht runterstoßen? Lass den mal in der Luft stehen. Alter.
Okay, hier ist das Fokus jetzt doch ganz praktisch. Okay. So, gesunder 6 wieder, sehr schön. Hey, wir haben es geschafft. Und nun, wie komme ich hin? Oh, das sind neue. Immerhin bin ich nur runtergestoßen worden. Und was ist das überhaupt für einer? Das ist genauso einer wie diese Frau, die wir da am Wald sehen oder in Rom gesehen haben. Da ist sie. Was ist das? Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Und noch eine Errungenschaft. Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götter helft! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet. Und es dem Volk zurückzugeben. Das sollte man vielleicht mal über die deutsche Politik sagen. Oder machen.
Erreiche die Villa deiner Familie. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge tun. Denn wir sind schon, denke ich mal, schon über 20 Minuten auf jeden Fall. Okay. Das war Wise Son of Rome mit von Nöher Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist echt cool, das Spiel. Es ist klasse gemacht. Ihr dürft natürlich gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr nichts verpassen wollt, wie es ausgeht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Ja, oder bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf Wiedersehen. Tschüss.